hallo liebe Freunde, wir sind zurück beim CoverGuard Interview Part 2. Mein Name ist Sofian, unter anderem von Voodoo Decoder, und ich bin hier zusammen mit Sharok. Und jetzt geht's um die Musik von Sharok. So, du bist Produzent und DJ und hattest letzte Zeit recht für Karlsruhe-Verhältnisse großen Erfolg, und möchtest darüber vielleicht reden? Ja, also Karlsruhe-Verhältnisse ist gut. Ich bin seit 1990 in der Szene und 1997 hatte ich schon einen internationalen Hit mit Fine Communication, und jetzt vor kurzem haben wir mit dem Hard Drive und Platz 16 im deutschen Clubcharts. Dann war der Sampler, den ich für Kompos gemacht habe, auf Juno Platz 1, und die Remix, die wir für George Levin gemacht haben, war im USA bei Traxxor Platz 1. Also können wir uns nicht beschweren, so ungefähr. Wo holst du deine Inspiration für die Musik her? Also ich denke, es hat viel wirklich mit Gefühl und deine Erfahrung zu tun. Also ich finde immer, es ist besser, wenn als DJ Producer wärst. Und verkehrsrum, es funktioniert nicht so. Also jeder gute Producer kann nicht guter DJ werden. Und daher, je mehr du Erfahrungen verschiedene, und dann auch nicht nur in eine Richtung, das ist, finde ich, sehr traurig, dass neue Generation mit elektronischer Rave oder Techno anfängt und fängt dann gleich die Musik, nur diese Musik, und nicht open your mind. Und das finde ich genau der Fehler. Wir haben oldschool-mäßig mit Hip-Hop, Soul, Funk, Crossover, alles angefangen, und die Mischung machst dann. Und irgendwann hast du das wirklich in deinem Kopf, und wenn du dann bestimmte Melodien oder bestimmte Drums oder bestimmte Bass hörst, und dann fällt dir da was ein, und hörst es Woche später und dann hast du nochmal eine neue Idee. Das kommt einfach von deiner Seele raus dann, weil das einfach deine Aufnahme von mehreren Jahren dich dann bezahlbar macht, und das nennt man dann Erfahrung. Du hattest gerade eben angesprochen, was interessant ist, gerade dass die heutigen Leute jetzt viel mit modernem Elektro aufwachsen. Der ist mittlerweile sehr weit verbreitet in den Charts, also selbst Pop-Artists haben alle Elektro-Schlagzeuge. Wie findest du diese Entwicklung, was hältst du davon? Ehrlich gesagt, ich finde das ganz schlimm, weil das ist eine Art Faschismus in Musik, dass du dann wirklich auch die Leute einfach zwingst, in eine Richtung zu denken. Das heißt, die nehmen diese Freiheit von neuer Generation weg und zwingen automatisch mit dem Einfluss von Medien und Musiker, die dann nur noch das eine Richtung sich verkauft, einfach bestimmen die Linie vor. Und das sollte eben bei Musik, auch bei elektronischer Musik nicht sein, weil elektronische Musik kann so vielfältig sein. Deshalb liebe ich elektronische Musik, dass du wirklich von Jazz bis Salsa bis Techno bis alte Funk, Soul, Musik, also du kannst wirklich schon mehrere Einflüsse einbauen, und damit kannst du wirklich gutes Tanzmusik oder zum Anhören alles verschiedene Material verarbeiten. Und wenn dann nur noch alles so dasselbe klingt, das Beste ist auch noch, wenn die dann ins Studio gehen und sagen, es muss genauso klingen wie Lady Gaga, es muss klingen wie so und so, und das wird dann so als nach Muster angefertigt dann. Und das finde ich einfach schade. Also du würdest sagen, lässt sich davon nicht beeinflussen? Wir haben noch nie uns nach irgendwelchen Personen gemessen, deswegen ist unsere Musik sehr, sehr vielseitig. Also keiner kann von uns erwarten, wie der nächste Track sich anhören wird oder welche Richtung gehen wird. Also ich lasse mich nicht von bestimmten Leuten vorbestimmen, was sie zu tun haben. Also Musik muss fließen. Das kann man nicht immer fangen und bestimmte Richtungen, also von meiner Seele her, was wir produzieren, zu vorbestimmen, das geht nicht. Du hattest gerade eben schon international angesprochen, weil du halt auch Erfolg hast in anderen Ländern und bist damit auch viel unterwegs. Wie vereinbarst du das, oder wie sind so deine Eindrücke gerade in anderen Ländern, was die Musik angeht im Vergleich zu hier? Es gibt viele europäische Länder besonders, die wirklich sehr weit sind mit elektronischer Musik und Clubs, und es gibt leider in Deutschland auf einmal komischerweise eine sehr negative Entwicklung, dass man wirklich die gute Qualität Clubs mit Finger zählen kann, so ungefähr. Es gab Zeiten, wo Deutschland vor wirklich in jeder Großstadt mehrere Clubs zählen könnte, die wirklich auf Qualität Wert gelegt haben. Aber es kann sich ja ändern. Also ich hoffe, dass dann diese Rave-Bewegung dann irgendwann auch ein Anfang war, kennenlernen, Preis so ungefähr für elektronische Musik, und dass sich dann auch in positive Richtung entwickelt.
dass die Leute dann offen sind für neue Sachen, die dann wirklich schöner oder cooler und mehr Seele haben. Mit der Überleitung sind wir schon eigentlich dann auch bei der nächsten Frage, wie du denn die Entwicklung in Karlsruhe siehst vom Clubleben. Also es hat sich hier mittlerweile spezialisiert eher auf Events. Also es gibt viele Veranstaltungen im verschiedenen Musikbereich, die funktionieren. Aber es gibt leider keinen Underground-Club, der auf Dauer jedes Wochenende, Freitag und Samstag funktioniert. Ich hoffe, dass sich bald ändert, weil das ist traurig, dass die Leute nur noch mit Mainstream Erfolg haben und dass wir auch keine gute Ziehung für Karlsruhe, Zukunftskinder so ungefähr. Und daran müssen viele Leute ein bisschen arbeiten. Aber dafür gibt es ja bald Cavalcade Festival. Ja, du bist auch am Cavalcade Festival dabei. Erzähl uns, was du davor hast. Am Freitag bist du im Cavalcade. Freitag um 12 Uhr werde ich dann dran sein und ich fand das toll, das Konzept toll, weil einfach verschiedene Musikrichtungen vertreten sind und denke von Konzepte erweiterte musikalische Angebot vorhanden ist und da wird jeder auf seinen Kosten kommen. Abschließend habe ich bei dir gesehen, dass du anscheinend berühmt-berüchtigt bist deine Anekdoten, gerade aus internationalen Geschichten. Möchtest du dafür eine erzählen? Wenn ich ehrlich bin, jetzt spontan, da ich sehr, sehr müde bin, nach der 6 Wochen Marathon-Baustelle hier in meinem neuen Laden, dass es dann jetzt spontan nicht mehr wirklich was Cooles einfällt. Aber in Zukunft, nahe Zukunft bestimmt, habe ich euch was zu erzählen. Vielen Dank, das war der musikalische Part vom Cavalcade-Interview. Ich danke Sharok vor allem für die ehrlichen Antworten, die ungewöhnlich sind. Und ja, verabschiede mich zum dritten Part von Cavalcade.